Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal aus dem sehr windigen, wir nennen es leichte Brise in Holland. Wir besuchen einen neuen Freizeitpark, einen, wo ich noch nie gewesen bin. Und zwar der Familienpark Drieflied. Wir haben gerade schon geparkt und laufen jetzt über diese coole fancy Brücke über die Autobahn da hinten vom Park. Der Eingangsbereich erinnert mich irgendwie ein bisschen an Athen, an Griechenland, an diese Stützen, also richtig cool eigentlich gemacht. Ich bin gespannt, was mich erwartet und nehme ich einfach mal mit. Viel Spaß beim Video. Ich habe auch gerade noch keine Brille oder so wieder auf. Es war so cool. Das ist ganz wie eine Maurerbahn. Also die gleiche Hersteller wie das Skywheel im Skyline Park. Und ich dachte, dass das Ding mich mega rappelt und gar keinen Bock macht. Und der Launch auch nicht so krass ist. Und vor allem, ich habe einen Überschlag gesehen, der halt nicht so intensiv ist. Ich glaube, eine Zero-G-Roll. Aber das war so cool. Und der Launch war richtig schnell. Klar, das Ding rappelt, aber das ist so ein geiles Gerät. Schreien sie hier auf den Fahrgeschäften, wenn es so ein Kettenkarussell ist. Ich fahre jetzt mal den Mindtrain Power Coaster. Ich kenne den Namen nicht, auf jeden Fall ist er thematisiert. Es geht in so eine Mine rein. Ja, so mehr oder weniger rein und wieder raus. Und ich schaue mal, wie lange ich hier warten muss. Ich glaube, es ist nicht ganz so voll. Power Coaster hieß Dynamite Express. Dynamite bin ich erst vor 3-4 Tagen circa gefahren. Wir haben Donnerstag, ja, vor 4 Tagen bin ich Dynamite gefahren. Im Freizeitpark Plon, heute Dynamite Express im Drieflied. Eine ganz schön ordentliche Anlage. Eigentlich halt 2 Runden, können auch 3 Runden fahren. Denn wenn du 2 Runden gefahren ist, hat er gerade so auf Schwung und dann bremst du wieder ab. Aber ansonsten ganz cool. Nun aber mit einer richtigen Achterbahn zu der Copamine. Das Ganze ist eine wilde Maus, ich denke mal von Mack Wilds. Mit auch Minen-Thematisierung wie Dynamite Express auch schon. Ich finde den Park echt süß thematisiert. Am Eingang habt ihr so ein kleines Meeresthema, sag ich mal, Ozean, ist alles süß thematisiert und so blau. Hier hinten ist eher so die Dynamit, Minen generell Thematisierung mit Bohren und mit ganz viel Holz. Ganz normale, ach, die wilde Maus war eine ganz normale wilde Maus. Wir sind jetzt zum Eingang zu Twistrix gegangen. Twistrix fährt nicht.
ist ein Spinning Coaster, ich weiß nicht, zu welcher Firma. Ist jedenfalls jetzt ein Lost Count. Steht zumindest vorne, dass es in Wartung ist. Ich denke mal nicht, dass sie heute wieder öffnen werden, wenn es in Wartung ist. Aber nicht schlimm. Ist halt so. Es geht zu einem Enterprise. Der Park hat noch einen waschechten Enterprise als Krake thematisiert und das ganze Farbe gemacht. Ich finde es super cool, vor allem die Thematisierung. Ihr habt hier drumherum so ein Sandloch, eine Sandburg. Und innen drin kommt dann der Oktopus oder der Tintenfisch raus. Und das sieht schon cool aus. Was auch cool ist, wir haben hier einen Breakdancer im Park, der auch so thematisiert ist, also mit Meeres, Ozean und so weiter. Ich finde das extrem süß und fahre auch mal eine Runde mit. Deutlich, dass das Ganze ein Freizeitparkprogramm ist. Ist trotzdem super süß thematisiert. Und jetzt geht es zu den altbekannten Wellenrutschen. Ich liebe sie und da steht gerade keiner an. Immerhin die Hölle los, deswegen nehmen wir direkt mal mit. Bye. Bei den Wellenrutschen mache ich leider down. Deswegen sind auch keiner an, denke ich mal. Ich bin jetzt die Steilrutsche gefahren, war auch gar nicht so steil. Aber das Boot war ziemlich nass, nämlich ich gesessen habe. Jetzt ist mein Boot nass. Naja, egal. Noch kurz zum Breakdance, eine Besonderheit. Die Platte bewegt sich nochmal in die andere Richtung, während die Fahrt fährt. Also in die eine Richtung und während der Fahrt hört es dann auf und jetzt dreht sich in die andere Richtung lang. War mal mindestens genauso cool. Ich fahre mal die Geisterbahn, mal gucken, was das überhaupt ist. Ist eine Geisterbahn, wie ich sie schon angenommen habe. Und die Thematisierung ist nicht so mit Dracula und dieses typische Skelettmäßig, sondern eher was mit Ägypten, Ägypter, Pyramiden, Mumien, sowas in die Richtung. Was man nicht alles findet, wenn man sich nicht über den Park informiert. Es gibt eine Wasserbahn, eine Lockflume, Jungle River. Und bei knackigen 23 Grad steigen wir mal ein. Noch erwartet, am Ende wurde es dann nur ein paar Tropfen, ist gleich wieder schnell getrocknet. Auf jeden Fall ganz süß gemacht und auch ganz groß wie erwartet. Eine Hustroika hat der Park auch noch zu bieten, steige ich auch direkt mal ein. Man sollte die Zeit nutzen, indem wir noch diese Möglichkeit haben, solche Fahrgeschäfte zu fahren, wie den Enterprise oder den Troika oder auch die Breakdancer, die in einem Park noch stehen. Ich meine, gerne langsam, aber wer weiß, wie lange das noch gibt. Thank you.
dass der Park hier drinchen hat. Das ist alles super thematisiert. Sogar die Imbissbuden haben so ein kleines Thema. Das Ganze ist jetzt hier Maya-themisch, also fast so ähnlich wie die Geisterbahn mit Ägypten und Maya. Echt süß, da hinten ist ein Piratental. Ganz hinten ist noch ein Wasserspielplatz, den schauen wir uns auch mal gleich an. Ja, wir sind direkt in die Monorail und von der Monorail aus dann raus und, na super, in den Irrgarten. Ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen. Ah, mal gucken, ob ich jetzt hier vernünftig rauskomme. Wir laufen hier, wir laufen hier, wir laufen hier, hier. Okay, ich bin in der Falle. Ja, das kann auf jeden Fall dauern. Ich habe mich einer sehr guten Ausgangslage manövriert. So, ja, ich bin wenigstens hier oben angekommen, an dem Turm. Da ist der komplette Irrgarten. Und da steht Ultgang, da wollen wir hin. Ich glaube, so schwer kann das gar nicht sein, da hinzukommen. Das probieren wir jetzt mal. Da haben wir schon mal das Schild gefunden. Aber ich glaube, so einfach ist das gar nicht. Gut, das war gar nicht das Schild. Ich weiß noch nicht, wo der Ausgang ist, aber das war es nicht. Wir haben den Ausgang noch nicht gefunden. Wir irren immer noch hier durch. Wir finden immer noch keinen Ausgang. Ja. Ach so. Da ist irgendwo der Ausgang. Da muss nicht irgendwo der Ausgang sein. Aber ich finde den Scheiß nicht. Freiheit! When you're down and feeling like you're lonely, someone else out there feels just like you. Alle guten Dinge sind drei. Also. Wenn schon Fistrix dich fährt und man den Kauen nicht abholen kann, fährt man wenigstens Formel X nur 1, 2, 3 Mal. Ist das so eine gute Achterbahn. Leider ist sie so kurz. Wenn die länger wäre, wäre es cooler. Ist mir aufgefallen, dass die letzte Kurve, vor der Schlussbremse, ein bisschen über Kopf ist. Das ist auch was Besonderes. Ich habe bei den ersten beiden Fahrten gar nicht mitbekommen. Auf jeden Fall seid ihr auf der Bahn langsamer als auf anderen Bahnen. Ihr habt aber viel Hangtime. Jetzt geht es auch endlich auf den bisschen KMG Afterburner sein. Zeige ich euch sofort. Sowas in einem Park habe ich auch noch nicht gesehen. Dafür, dass es eine Parkanlage ist, zieht das Ding dann doch ganz schön krass an. Am Anfang dreht ihr euch recht schnell, das ist auch schon echt Schwung. Und dann geht es nach oben auch wirklich bis zum Anschlag wie auf der Kilometer. Also besser gibt es die Fahrt eigentlich. Habe ich eigentlich noch nicht erlebt. Vor allem hier ist sie halt jedes Mal gleich und ihr habt jedes Mal eine geile Fahrt. Thank you.
Rieflied ist ein super süßer Familienpark mit ganz, ganz viel Liebe zu Detail am Theming. Und Theming ist auch überall versteckt. Ihr habt verschiedene Themenbereiche. Es gibt einen großen Wasserspielplatz für den Sommer. Ihr habt verschiedene Bereiche, wo ihr was essen könnt, drin sowie auch draußen. Es gibt auch am Eingang noch ein bisschen was mit Wasser. Wie gesagt, verschiedene Themenbereiche. Jetzt mit Wasser, Ozean, Meerestiere, dann mit Piraten, Mayas, Ägypter. So in die Richtung. Es gibt ein richtig großes Labyrinth, wo ich echt fast nicht mehr rausgekommen bin. Am Anfang dachte ich, das war gruselig. Ihr habt eine richtig coole Achterbahn mit Formel X, einen Spinning Coaster mit Twistrix. Das gibt's ein Lost Count für mich. Ist nicht, ja, egal. Ihr habt noch einen Western-Bereich mit der Wilden Maus, mit dem Powered Coaster. Beides einmal Kopiermin, glaube ich. Und einmal Dynamite Express. Also wirklich sehr süß gemacht mit auch coolen vier Attraktionen. Es gibt auch eine Schiffschaukel danach. Ihr habt ganz, ganz viel gesehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal.